Hallo und guten Abend. Willkommen beim Fahrreport mit Berichten aus der Fahr, dem besonderen Stadtteil in Bremen. Die Themen: Nur wenige Besucher beim Weserkurier Stadtteilcheck in der Fahr. Kurzbericht von der Beiratssitzung im September. Schüleraktion der KSA für Verbesserung an der Kreuzung beim Einkaufszentrum und zum Klimawandel. Eröffnung der Calisthenics-Anlage im Karl-Gördeler Park. Klimafest vom Familien- und Quartierszentrum mit vielen Teilnehmern und vielen Informationen und viel Spaß. Blick ins Quartiersforum im September. Ausstellungseröffnung Wolkenkuckucksheim mit der Gewoba zu ungewöhnlich wohnen, Kinder in der Stadt, im Universum. Aktion Saubere Fahr bei der Oberschule der Kurt-Schumacher-Allee und in den Grünanlagen. Impressionen von Safari 2022 und dem Herbstmarkt. Der Weserkurier hatte Stadtteilbewohner eingeladen, ihren Stadtteil zu beurteilen. Im Internet gab es dazu 28 Fragen, die in 5 Minuten beantwortet waren. Zum Stadtteilcheck waren Redakteur und Fotografin auch auf dem Markt in der Fahr. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen war die Beteiligung der Bewohner sehr zurückhaltend. Bei unserem Besuch berichtete Ortsamtsleiter Ralf Möller über seine Erfahrungen. Herr Möller, entsprechend dem Weserkurier die Frage: Wie finden Sie inzwischen die Fahr? Seit rund einem Jahr sind Sie ja nun fast täglich hier. Wie finden Sie die Fahr? Ach, traumhaft. Nee, ganz ehrlich. Also Herr Diehl, das ist natürlich jetzt fast vielleicht ein bisschen kitschig, aber wir haben hier in der Fahr, und ich kenne Sie ja nun jetzt etwas länger schon als ein Jahr, auch durch meine vorherige Arbeit, und ich weiß hier einfach sehr zu schätzen. Ich meine, jeder, der durch die Fahr geht, sieht, wie grün es ist und wie lebenswert es ist und vor allem, wie sehr die Menschen auch miteinander sich gegenseitig auch unterstützen. Und ich glaube, die Fahr ist sehr lebens- und vor allem auch liebenswert. Dankeschön. Gerne. Hauptthema bei der Beiratssitzung im September waren die Kinderbedarfszahlen 2022-23 in der Fahr. Die WIN-Förderanträge wurden vorgestellt und die Glukanmittelvergabe 2 wurde entschieden. Vorweg gab es diesmal viele Informationen. Nach dem offiziellen Teil berichtet Herr Sauter, dass am kommenden Freitag ein Aktionstag der Schule auf der Kreuzung stattfindet. Die Calisthenics-Anlage im Karl-Gördeler Park ist eröffnet. Andere Stadtteile bekommen Mittel für Trainingsangebote zur Verfügung gestellt. Auch die Fahr sollte Unterstützer suchen, um die Anlage stärker zu nutzen, Jugendliche für Kurse zu animieren. Siehe hierzu auch das entsprechende Video. Ortsamtsleiter Ralf Möller berichtet über die Projekteinrichtungen zur SWB-Umweltinitiative, die Baumfällliste des UWB 2022-23, die eine reine Statistikliste sei und keine Orte ausweisen würde. Er bat um eine Vervollständigung der Liste. Der Aktionstag Fahrersee findet am 22. November von 9 bis 16 Uhr statt. Die Verbreiterung der Ampelanlage beim Alte Hochhaus findet frühestens im zweiten Quartal 2023 statt. Einige Komponenten seien schwer zu erhalten. Die Radwegsanierung Julius-Brecht-Allee findet statt. Beanstandet wurde, dass die angesprochenen Sanierungen für 2021 und 2022 der Radwege bisher nicht erfolgt seien. Die Leiterin vom Sozialzentrum, Ulrike Meyer, verabschiedet sich in den Ruhestand. Siehe fahrreport.de. Quartiersmanager Dirk Stöver stellte 2 Projekte vor, die wurden wohlwollend zur Kenntnis genommen. Vom Budget wurden knapp 140.000 Euro ausgegeben, 2 Anträge sind noch offen. Zu den Kita-Bedarfszahlen 2022-23 in der Fahr gab es ein Zwischenfazit. Im ungünstigsten Fall fehlen eine Gruppe im Krippenbereich und 2 Gruppen im Kita-Bereich. Es gab eine längere Diskussion. Besonders die Ausbaupläne mit Fertigstellung 2024-25 sorgten für viele Fragezeichen wegen der Verzögerungen bei Neubauten. Es fehlt auch der Stand vom Bauprojekt Pferdewiese. Auch an den Statistiken wurde beanstandet, dass sie nicht vergleichbar seien. Ein Teil der Fragen kann nur von anderen Referaten beantwortet werden. Kritik wurde auch daran geübt,
dass nicht gut deutsch sprechende Personen mit dem Anmeldeverfahren Schwierigkeiten haben. Genau. Wir haben jetzt in der zweiten Runde Globalmittel noch ein bisschen Budget über. Wie man sehen kann, sind es 12.146 Euro. Und wir haben uns im Koordinierungsausschuss auch schon mal Gedanken gemacht, wie wir das gerne einsetzen möchten und wie wir die Mittel gerne ausgeben möchten. Und haben auch einen Beschluss, also einen Vorschlag, den wir gerne dann am Ende meiner Vorstellung einmal abstimmen möchten, wie wir die Mittel gerne verteilen können. Wie man sieht, gibt es bei den ersten drei Anträgen. Würde ich vorschlagen, dass wir das en bloc abstimmen. Ja. Wer für diese Mittelverteilung der globalen Mittel ist, bitte ich um Zustimmung. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Was ärgert die Schüler der Schule an der Kurt-Schumacher-Allee? Das sind vor allem die Probleme an der Kreuzung und der Klimawandel. Dafür gingen sie auf die Kreuzung. Was sagt ihr? Das sieht ja richtig toll aus. Herr Sauter, da draußen ist ja so richtig was los. Was ärgert die Schüler? Die Schüler ärgert die Situation hier an der Kreuzung. Es ist eine der gefährlichen Kreuzungen hier in Bremen. Es ist über Jahre hinweg so, dass es anscheinend nicht möglich ist, diese Kreuzung nach Sicherheitsaspekten umzubauen. Es ist in allen Diskussionen, in allen Sitzungen, auch mit im Beirat geht es um die Leistungsfähigkeit der Kreuzung. Das bedeutet um die Anzahl von Fahrzeugen pro Zeiteinheit, die Kreuzung passieren können. Sicherheit spielt eine untergeordnete Rolle. Im Gegenteil, es geht auf so doch etwas verrückte Dinge, zumindest in Zeiten von Verkehrswende. Fahrräder und Fahrradständer werden so montiert, dass sie möglichst ein Hindernis sind für Menschen, die ansonsten die Straße überqueren möchten. Ich glaube, dass im Jahr 2022 Verkehrspolitik in Bremen andere Vorstellungen haben müsste, wie öffentlicher Raum gestaltet wird. Und das ist das, was wir heute versuchen. Wir nehmen diesen Raum hier für uns, gestalten den mal für die Menschen, die hier sind und eben nicht vorrangig für die Menschen, die im motorisierten Individualverkehr unterwegs sind. Und das ärgert die Schüler, dass hier viel Raum ist, in dem sie bestenfalls geduldet sind. Ich glaube, Klimaschutz ist aber auch noch ein Thema, was die Kinder ärgert. Ja, natürlich. Genau deswegen machen wir das ja heute. Heute ist ja weltweiter Klimaaktionstag. Und natürlich ärgert die Kinder, weil es ist ihre Zukunft, die wir so immer mehr aufs Spiel setzen und die dazu führen wird, das, was wir heute machen, wird dazu führen, dass die Einschränkungen der jungen Generation immer größer werden. Je später wir in die Puschen kommen, desto größer werden natürlich die Einschränkungen, die die jungen Leute haben möchten. Und die sind nicht doof und die lassen nicht alles mit sich machen. Und da spielen natürlich diese Fridays for Future-Geschichten eine Rolle. Und Verkehrswende spielt auch eine Rolle. Einer der Bereiche, die in der Wahrnehmung vieler einfach viel zu sehr vernachlässigt wird. Nicht mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung scheint in Deutschland möglich zu sein. Thema, das jetzt kein vorrangig bremisches ist, aber wenn man sich die Gestaltung dieser Kreuzung hier anguckt, merkt man, dass auch dort in Bremen, in den Köpfen der Entscheider und Entscheiderinnen, die Verkehrswende nicht angekommen ist. Und das finde ich sehr bedenklich. Und das finden auch unsere Schüler und Schülerinnen sehr bedenklich.
Dankeschön. Calisthenics steht für sportliche Übungen, die nur das eigene Körpergewicht als Widerstand benutzen. Diese Eigengewichtsübungen sind eine Form des Fitness- und Krafttrainings, die fast völlig auf Hilfsmittel wie Gewichte und Fitnessgeräte verzichten. Zuständig für die Calisthenics-Anlage im Karl-Görtler Park ist HUT-Training. Vom FQZ wird aber auch ein Programm für die körperliche Fitness für Personen mittleren Alters angeboten. HUT-Training hilft überall dort, wo es einen besonderen Ansatz braucht, um Jugendliche zu erreichen. Dafür werden die Anlagen in der FAH, bei der Verkehrsschule FAH und jetzt im Karl-Görtler Park genutzt. Die Eröffnung litt unter starkem Regen. Erika Diehl konnte so nur das Aufwärmen aufnehmen, da für die Vorführung die Stangen durch den Regen zu glatt waren. Zum Verständnis ein paar Ausschnitte von der Veranstaltung 20 Jahre Bürgerstiftung. Yeah. Beim Klimafest vom Familien- und Quartierszentrum herrschte Jubel, Trubel, Heiterkeit. Der Regen hatte aufgehört und so konnten die vielen Teilnehmer sich an den reichlich vorhandenen Ständen mit Informationen versorgen, aber auch viel Spaß haben. Hi. Und du bekommst die halt mit deinem Substrat. 17, 15 sind wir eine Woche oder so drin bleiben. Vielen Dank für Shelter. Einmal großen Applaus für Shelter. Zur Abkühlung, wenn ihr Lust habt, gibt es da vorne links von Kemena leckeres Eis. Genau, ursprünglich war es so gedacht, dass wir den Kirchhof einweihen, der ja neu gestaltet wird, aber leider steht da noch der Bagger. Da gibt es 4 Wochen Bauverzögerung, aber wir hoffen, dass wir die Einweihung dann nächstes Jahr im Mai machen können zum Frühlingsfest. Ja, prima. So, aber hierfür habt ihr trotzdem aber sehr viele zusammengekommen, die alle was mit Umwelt zu tun haben. Genau, ich glaube, es sind über 10 Organisationen, die sich um Klimaschutz kümmern, irgendwie heute hier vom NABU, vom Verbraucherschutz, von der JUS,
von selbst der Täter-Opfer-Ausgleich. Da geht es um soziales Klima. Wir haben die Kirche, die Klimaschutzmanagerin der Bremischen Kirche hier, den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, die Diakonie mit einer Referentin. Ja, unheimlich viele Akteure. Renn Nord, BEN, Bremer Entwicklungspolitisches Bündnis. Ja, so haben wir heute viele. Und uns geht es darum, den Bewohnerinnen hier zu zeigen, was jeder von uns tun kann. Um den alltagsbezogenen Klimaschutz geht es. Ja, ich denke, das ist sehr wichtig. Mir ist auch aufgefallen, dass es so gestaltet ist, dass die Kinder Interesse haben. Genau, deswegen gibt es auch so ein Begleitprogramm. Es gibt nicht nur leckeres Bio-Eis, sondern es gibt auch Puppentheater, es gibt auch ein Bühnenprogramm, sodass das auch für die ganze Familie interessant wird. Also das Thema wollen wir Ihnen sozusagen auf eine gute Art und Weise näher bringen. Ja, sehr schön. Zwei Projekte gab es beim Quartiersforum im September. Die Sitzung vom Quartiersforum im September begann mit der üblichen Vorstellungsrunde. Und da stellte sich zuerst Frank Schlemminger, der neue Leiter vom Sozialzentrum, vor. Mein Name ist Frank Schlemminger. Ich arbeite seit 10 Jahren hier im Sozialzentrum, bisher als Referatsleiter im Fachdienst Soziales, zuständig dort für die wirtschaftlichen Hilfen und den Sozialdienst Erwachsene und die Pflegestützpunkte in Bremen. Ab 1.10. bin ich neu in der Funktion der Sozialzentrumsleitung und der Nachfolge von Ulrike Meyer. Sophia Reuser von der Rosa-Luxemburg-Stiftung stellte sich und ihre Arbeit vor. Die Stiftung ist weltweit tätig und will in Bremen-Fahr aktiv werden. Genau, das hatte ich ja eben schon gesagt. Wir von der Rosa-Luxemburg-Stiftung machen hier das Projekt Sorgende Stadt. Mit Sorgende Stadt ist ganz Bremen gemeint. Und zwar ist die Idee, dass Bremen eine Stadt sein soll, die die Bedürfnisse von Menschen in den Mittelpunkt stellt. Genau, und das geht vor allem einher mit einer Vergesellschaftung von Sorgearbeit. Also Sorgearbeit eben die Arbeit, bei der für Menschen gesorgt wird. Das kann nachbarschaftliche Arbeit sein, das kann Altenarbeit sein, aber auch eben also alles im sozialen und Erziehungsbereich bezeichnen wir als Sorgearbeit. Genau, und die soll, also wir wollen, dass diese Arbeit einfach eher gesellschaftlich organisiert ist. Das heißt, dass es von Menschen getragen wird und eben nicht in erster Linie von profitorientierten Unternehmen. Es folgte die kurze Vorstellung vom erfolgreichen Projekt Familie, der Sonntagsfamilientreff im Bürgerzentrum. Benötigt werden 8.923,50 €. Winterspielplatz. So, das heißt, und das haben wir hier aufgegriffen, weil tatsächlich ja die Menschen ja zumeist in kleinen Wohnungen wohnen in der Fahr und die Kinder tatsächlich ja keine Möglichkeiten haben, bei schlechtem Wetter sich zu bewegen genommen. Weil wir jetzt inzwischen seit ein paar Jahren halt immer im Saal eine komplette Spiellandschaft aufbauen. Das heißt mit Hüpfburg und Rutschen und Tüdelüt und auch 6 pädagogischen Mitarbeitern, die da eigentlich dafür da sind, um tatsächlich auch die Eltern, es geht um Kinder bis 8 Jahre mit Eltern, um die auch anzuleiten und auch zu animieren, mit ihren Kindern zu spielen. Linda Lovin stellte das Projekt vom Sportgarten ausführlich vor. Ja, mittlerweile wollen wir gerne in diesem Schuljahr bzw. ab 1.11. dann auf 30 Angebote kommen an 4 Standorten. Benötigt werden 6.000 €. Beiden Projekten wurde zugestimmt. Alle 2 Jahre schreibt die GEWOBA einen Wettbewerb aus. Zuletzt ging es dabei um ungewöhnlich wohnen Kinder in der Stadt. Die Stadt aus Kindersicht ist eine Ausstellung im Universum mit der Sonderausstellung Wolkenkuckucksheim. Gezeigt werden alle Entwürfe aus 3 unterschiedlichen Wettbewerbsverfahren der GEWOBA zu ungewöhnlich wohnen Kids. Aus den beiden Wettbewerben ungewöhnlich wohnen entstanden das Atriumhaus, der vielfach prämierte Bremer Punkt und Tarzan und Jane. Jetzt standen beim Wettbewerb die Kinder in der Stadt im Vordergrund. Kinder in der Stadt sind alles andere als ungewöhnlich. In Deutschland leben 90% aller Kinder in Städten. Deren Lebensraum ist fortwährend Veränderungen unterworfen, unter anderem durch neue Familienkonstellationen oder dem Wegfall
von Frei- und Bewegungsflächen in verdichteten städtischen Räumen. Wie sollten vor diesem Hintergrund kindergerechte Wohn- und Lebensräume in der Stadt aussehen? Wo spielen und bewegen sich Kinder? Welche Anforderungen an Sicherheit sind zu gewährleisten? Und wie sehen die Kinder ihre Stadt? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt der Architektur-Wettbewerbsserie Ungewöhnlich Wohnen, die GEWOBA ausgelobt hat. Innerhalb von drei unterschiedlichen Wettbewerbsformaten sollten kindgerechte Wohn- und Lebenskonzepte für insgesamt 5 unterschiedliche Grundstücke in Bremen, Walle, Fahr und Lüssum entwickelt werden. Neben Fragen nach Ort und Lage von kindgerechten Spiel- und Bewegungsräumen sollen deren qualitative Eigenschaften im Wohnumfeld, in der Hausgemeinschaft und in der Wohnung thematisiert werden. Die städte- und freiraumplanerische Betrachtung ist ebenso Gegenstand des Verfahrens wie die Gebäudekonzeption und die Entwicklung zielgruppengerechter innovativer Wohnungstypologien. Als Experten in eigener Sache sind Kinder in den Ideenprozess mit eingebunden. Herzlich willkommen zur Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs Ungewöhnlich Wohnen. Und wir sind auch in einer ungewöhnlichen Location hier. Ich bedanke mich bei unserer Gastgeberin, Frau Rother, die muss man mal in die Hand heben. Sehr gerne, herzlich willkommen. Im Universum. Universum steht für Innovation, steht für Forschung, steht für neue Ideen und steht im Augenblick auch für Wolkenkuckucksheim. Also wenn wir uns hier umgucken, sehen wir sehr gut, dass hier eine Ausstellung für Kinder stattfindet. Und das passt natürlich wunderbar zu unserem Wettbewerb Ungewöhnlich Wohnen Kids. Wettbewerbe sind nicht ungewöhnlich für GEWOBA, ich glaube, das wissen Sie alle. Und insbesondere die ungewöhnlich Wohnen-Wettbewerbe sind natürlich etwas, worauf wir sehr stolz sind. Ich kann daran erinnern, ungewöhnlich Wohnen 1 brachte uns im Ergebnis die Bremer Punkte. Ungewöhnlich Wohnen 2 brachte uns dann noch Tarzan und Jane. Es ging weiter und heute sprechen wir über Ungewöhnlich Wohnen Kids. Das Besondere an Ungewöhnlich Wohnen Kids, ohne jetzt den Nachrednern hier zuvorkommen zu wollen, ist für mich der Prozess an sich. Natürlich ist das, was rausgekommen ist, richtig klasse, aber Kinder zu beteiligen und Entwürfe, Ideen aus der Sicht von Kindern zu entwerfen, ist für uns bei der GEWOBA was ganz Tolles gewesen. Man merkt schon, es hat viel mit Kindern zu tun, wenn man sich jetzt gerade hier umschaut, die Bäume, die unterschiedlich gestaltet sind. Und das ist in der Tat dann doch was ganz anderes, als wie wenn man sich als Couple trifft. Und ich erinnere mich so gut an diesen Abend, wo ich auch daran teilnehmen durfte, weil ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist, aber der einzige Rechner bei uns zu Hause, der richtig gut geht mit WLAN, ist der von meinem Sohn. Und ich saß da und seinem Schlagzeug im Rücken ein bisschen eingequetscht und dachte, alles klar, es geht um Kinder und die haben oft andere Bedürfnisse als wir. Ich habe jetzt die interessante und ehrenvolle Aufgabe, auch als Mitglied der Jury über diese 3 verschiedenen Verfahren an 5 Standorten, die Senatorin schon erwähnt hat, und vor allen Dingen auf die 21 Projekte und Autoren einzugehen, die ja heute hier ausgestellt werden. Und ich mache das also mit meinen Dokumenten hier und würde gerne am Anfang nochmal auf dieses Thema der Beteiligung eingehen, weil das wirklich wichtig ist. Ja. Das ist das Foto für die Pressevorführung. Ja. Herzlich Freund Simon. Und wir können das einfach da machen. Petra Hoja ist die Initiatorin von der Aktion Saubere Fahr. Das ist ein privates Nachfolgeprojekt von den früheren offiziellen Säuberungsaktionen. Die Bußgelder, wie der Umweltkatalog zeigt, wurden erhöht. Das hindert aber leider einige Menschen nicht daran, ihren Abfall in die Gegend zu werfen. Strafen sind nicht zu befürchten, da nicht kontrolliert wird.
Peter Hoyer hat eine Gruppe aufgebaut, die sich dem Schmutz in der Fahr annimmt. Der Leiter der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee hatte in einer Beiratssitzung beklagt, dass das Schulgelände in der schülerlosen Zeit stark verschmutzt wird. Dem hat sich die Gruppe Saubere Fahr am ersten Tag angenommen und es unter anderem mit Schülern gereinigt. Am zweiten Tag ging es in die Grünanlagen. Mal Wertgegenstände gefunden? Das Größte, was wir mal gefunden haben, waren 5-Euro-Schein. Und ansonsten immer ein, zwei, meistens aber ein und zwei 5-Cent-Stücke. Und das Wertvollste, was wir mal gefunden haben, war ein Ausweis. Haben wir der Polizei Bescheid gesagt. Das ging dann über Buten und Binnen. Und die gute Frau ist dann zu uns dann gekommen. Und ihr Ausweis wurde geklaut vor einem Dreivierteljahr in Hemelingen. Ja, ist alles noch gut ausgegangen. Alles noch gut ausgegangen, ja. Dass wir hier Reinigungsdienste haben in beiden Schulstufen, also 5. bis 10. Klasse, das ist Sek 1 und dann die Oberstufe, 11. bis 13. Klasse. Und die haben eine Woche ihren Dienst und dann machen die Lerngruppe jeweils in dieser Woche machen den Reinigungsdienst. Und da hoffen wir, dass wir halt damit insgesamt auch ein bisschen so ein Vorbild haben, dass es einfach nicht vermüllt. Ist zwar immer wieder schwierig und wir wissen, dass er immer wieder rum ist, aber trotzdem, jeden Tag sind die da dran. So, jetzt machen wir kleiner. Okay. Geht los. Okay. Guten Morgen, moin hier aus Bremen-Fahr. So, das war ein Erfolg, leider Gottes. Und das ist die Ausbeute von 2 Stunden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden eine Handkarre voll. Und hier. Und vorne auch noch, ne? Gott. Ich bin die Petra Hoyer, bin die Initiatorin der Sauberen Fahr, eine private Initiative, ehrenamtlich. Und wir haben heute in der Fahr in gut anderthalb Stunden 4 Bremer gefüllte Müllsäcke gefunden, trotz Einfeindigung und schlechtem Wetter, also uns tut nichts erschüttern. Und gleichzeitig möchte die Saubere Fahr, ich mit meinen Unterstützern, uns für den Sauber Award von der DBS bewerben und würden uns freuen, wenn wir den ersten Platz belegen würden. Okay, also, wir sind normalerweise mehr. Trotz des Wetters haben sich 5 bereit erklärt, mich, die Saubere Fahr, zu unterstützen. Und sonst im Höchstfall sind wir 10. Die sind heute leider nicht dabei, aber die sind auch unerschütterlich, genau wie der Rest hier. Und wir machen in 14 Tagen weiter. Safari, das Stadtteilfest der Fahr, fand zusammen mit dem Herbstmarkt im Einkaufszentrum statt. Der Anfang war recht feucht, von oben und damit auch auf dem Boden. Doch nachmittags wurde es freundlicher und es kamen viele Besucher. Dass etwas gelungen ist, dass eine Bitte erfüllt worden ist. Ich finde, das ist ein guter Schatz, dass Fischernetz wird nachher noch am Gemeindestand an. Weltnächte, die beglänzen, bei den Ohren und Herzen den Schwachen, trocknen Tränen, schenke ich ein Lachen, das Wort Stärke für den Weg. Ja. Hallo, wo kann ich? Einmal mit Nachwuchs. Ich dachte. Der Fahrreport ist Informationssystem im Fernsehen und im Internet. Willkommen ist jeder, der etwas Interessantes zu berichten hat. Den nächsten Fahrreport sehen Sie am Dienstag, den 18. Oktober, wie gewohnt um 18.45 Uhr. Bis dahin einen schönen Abend und eine gute Zeit.